Hallo zusammen. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Homies Blog. Genau. Wir wollten heute mal ein kleines Update machen. Ihr seht, wir sitzen nicht im Wohnmobil. Nein. Sondern zu Hause. Wir sitzen hier zu Hause in unserer kleinen Dinette. U-förmig. Nicht L-förmig, U-förmig. Großes Platzangebot und sehr großes Raumgefühl. Ja. Also unser Karthago ist noch in der Werkstatt. Ist aber fertig. Ist fertig, ja, müssen wir dazu sagen. Können wir nächste Woche abholen. Wie wir es machen, wissen wir noch nicht. Genau, wir müssen ja arbeiten und ja, werden wir uns noch ein paar Gedanken heute machen und dann dort Bescheid geben, wenn wir das gute Stück abholen. Das Wasserproblem ist gelöst, wurde auch gefunden. Wir erzählen dazu aber erst heute mal noch nichts, sondern erst, wenn wir abgeholt haben, werden wir ein ausführliches Video machen. Genau. Das also der Karthago ist jetzt 3 Wochen dort. Also morgen werden es 3 Wochen, dass er in Aulendorf ist. Wie gesagt, der ist fertig. Am 4. November haben wir ihn hingebracht. Genau, der ist jetzt fertig und können wir abholen, haben wir gerade schon gesagt. Mhm. Ja, du wolltest noch was sagen. Genau, wir sind auch immer angerufen worden. Also einmal die Woche, wie der Stand der Dinge ist und ob noch was zu klären ist oder ob was unklar ist. Und die haben uns immer berichtet, was sie gefunden haben, was sie gemacht haben. Und was noch gemacht wird. Also wir wurden immer voll informiert. Der letzte Anruf war am Freitag. Am Mittwoch. Nee, am Freitag. Nein, am Mittwoch, wurden wir angerufen. Ja. Dass der letzte Stand der Dinge war. Und da mussten sie noch die große Dachhaube machen, das Dachfenster. Weil es da ja noch so reinzieht. Und das haben sie selber gemerkt, dass da irgendwas nicht richtig ist. Und daraufhin, aber einen Tag vorher, haben wir ja dann so einen schönen Post gekriegt von Thule. Denk, was hast du denn da wieder gekauft? Ich habe schon Schweißausbrüche gehabt. So, was muss ich meiner Frau wieder beichten, was ich da wieder gekauft habe? Dann habe ich überlegt, ich habe nichts gekauft. Meine Frau hat auch nichts gekauft, aber die kauft nichts von Thule. Und dann mache ich das Paket auf und dann kommen da so riesen Kabelbinder raus. Ich habe es aufgemacht. Ja, ist ja wurscht, wer es aufgemacht hat. Und dann habe ich gedacht, Brief. Ich habe nur gedacht, am Anfang, naja, kann nicht teuer gewesen sein, 4 Kabelbinder. So Bänder und Gurte. Und eine Montageanleitung. Jetzt ist das so, jetzt gab es so eine Rückrufaktion bei Thule. Und unsere Markise ist ja von Thule. Jetzt könnte es passieren. Es betrifft aber nur die elektrischen Markisen, die 9200er Serie und die 8000er Serie. Nur mit elektrischem Antrieb. Mhm. Von 2016 bis Juli 2019. Jetzt könnte es passieren, dass die Markise quasi, wir fahren so schön, während der Fahrt, dass die ausfährt. Plötzlich. Gut, wenn das auf der Autobahn passiert, dann hat die Liegespur Schatten. Ja, ich hatte dann so schon Kopfkino. Stellen wir vor, fahr hinterm LKW. Weil Markise ist 6 Meter lang, hat 3 Meter Ausfall. Fängst an, den LKW zu überholen. Fährst auf die linke Spur, plötzlich geht die Markise raus. Stellt das Auto rechts erstmal vollkommen in Schatten und fährst die Markise ab. Und wahrscheinlich ist das ganze Auto kaputt. Also wir haben das bezüglich also nichts gemerkt, aber das sollte wohl schon oder kann passieren, wie auch immer. Ja. Aber da Thule jetzt nicht jedes Wohnwagen und Wohnmobil in so kurzer Zeit in die Werkstatt rufen kann, um das Problem zu beheben, hat halt jetzt jeder dieses Set zugeschickt bekommen, um das erstmal abzusichern und dann einen Termin in der Werkstatt auszumachen, um das zu beheben. Da aber unser ja sowieso in der Werkstatt war, hast du das dann gleich gesagt beim letzten Anruf, ob sie das gleich machen könnten, weil das ist ja Quatsch, wir holen das jetzt ab und dann bringen wir es nochmal hin. Und es dreht sich wohl auch wirklich noch eine Schraube. Das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Genau. Also, wir brauchen das jetzt nicht. Diese Dinger kommen um die, man fährt die Markise ein Stückchen aus, 20 cm, diese kommen um die Arme, okay. Damit die nicht weiter ausfahren kann. Dann fährt man sie wieder ein, dann gucken halt die Bänder unten raus, das ist aber nicht schlimm. Und wenn die dann eingefahren ist, dann kommen diese Kabelbinder nochmal außen links und rechts rum mit diesem schönen Folien hier. Wobei, ich sagen muss, jetzt im Herbst und im Winter, wenn man die Markise nicht braucht, wäre das ja nicht so dramatisch. Jetzt stelle ich mir das im Sommer vor und du musst da vielleicht noch ewig warten. Kann ja
kannst du nicht jedes Mal die Dinger da. Ich habe schon gedacht, das ist jetzt. Jetzt ist der Karthago fertig und jetzt kommt schon die nächste. Der nächste. Aktion da ins Haus geflogen. Aber das wurde von Karthago dann auch erledigt. Das war nur eine Kleinigkeit, ja. Genau, genaueres gibt es. Es gibt, wie gesagt, haben wir vorhin gesagt, zum Verlauf gibt es dann noch ein neues Video. Das muss erstmal abgebildet werden. Ne? Und dann wollten wir jetzt noch was auflösen. Da haben wir ja nur noch ein Schild gepostet auf dem Kanal. Ach ja, die Geschichte. Ja. Es kam mit deutschen Sachen raus. Jemand hat geschrieben, Kinderwagen. Das ist bestimmt ein Kinderwagen. Erstens, und wir seien ja noch so irgendwas. Jung. Ja, also für Kinderkriegen fühlen wir uns auch schon so alt. Mit einem Löffel im Kaffee. Ja, schnell. Und ein Roller und E-Bikes. Also E-Bikes haben wir schon, die brauchen auch kein Mundschild. Roller brauchen wir auch nicht. Ein Fahrzeug mit Anhänger geht natürlich auch im Karthago. Ne? Das wäre es gewesen, so mit Boot hinten dran. Ja, wobei man mit Fahrzeug ja gar nicht so schlecht liegt. Ja, und zwar, wir haben ja als, wie soll man sagen, als ganz normales Rundfahrzeug. Das mag jetzt vielleicht verrückt klingen, ja. Haben wir ja einen T6 im Moment noch. Den hatten wir ja auch damals angeschafft, wegen unserem großen Wohnwagen als Zugfahrzeug. Der ist für 7 Personen ausgelegt und wir sind jetzt eigentlich nur noch als zu dritt unterwegs. Ja, unsere großen Kinder, die fahren vielleicht einmal im Jahr mit. Dafür lohnt sich jetzt für uns kein Fahrzeug mehr für 7 Personen. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, was kaufen wir uns denn für ein Auto oder was machen wir denn? Oder ja, wir haben ja die verrücktesten Ideen. Das bin ich wieder. Ich habe ja immer mal gedacht, naja, so ein T6, auch cool, wenn man da auch drin schlafen könnte. Ne? So, wenn man mal für eine kurze Strecke unterwegs wäre. Das ginge da natürlich schon, aber der T6 ist relativ, der ist jetzt erst 3 Jahre alt, an dem wird man bestimmt nicht rumschrauben, rummontieren. Ja. Und ich will auch stehen können. Und dann habe ich mir gedacht, ob jetzt so ein kleiner Van für uns was wäre, den man als Allround-Fahrzeug nehmen kann und auch drin schlafen kann. Und so entstand dann immer mehr die letzten Monate die Idee. Gesagt, getan, gesucht, gefunden. T6 kommt weg und wir schaffen uns einen Van ein, mit dem man auch mal ins Einkaufen fahren kann. Oder? Du hast dich falsch ausgedrückt. Echt? Ja, wir schaffen uns einen Van an. Ja. Der ist schon da, den brauchen wir uns nicht mehr anschaffen. Ja, ich sage ja, da haben wir uns gedacht, das können wir uns machen. Genau, dann haben wir geguckt und haben da jetzt auch nicht so große Ansprüche draufgelegt an dem Van. Ja, für uns soll der dafür da sein, um am Wochenende mal eine Tour zu machen, um vielleicht mal wohin zu fahren, wo der Große nicht so ideal ist. Dann soll er auch dafür geeignet sein, uns zum Einkaufen zu bringen. Ob das natürlich in Zukunft sich als sinnvoll herausstellt, wird sich zeigen. Mit dem Van Besuche zu machen, bei Verwandtschaft, einkaufen zu gehen, alle Dinge, die man mit einem ganz normalen Alltagsauto, soll ja als Alltagsauto dienen, ja, ob das dann Sinn macht, wird sich zeigen. Also ich finde das gut. Also wenn du auf den Geburtstag eingeladen bist, fährst mit dem Auto hin, wenn du was getrunken hast, dann kannst du halt drin schlafen. Ja, und wir müssen auch dazu sagen, es hat ja auch noch andere Gründe, also diese Van werden nicht nur mir nutzen, ja. Sondern im Moment macht der gerade alleine sogar den ersten Urlaub ohne uns. Kaum war er da, ist er schon weg. Ist er schon weg. Das heißt, meine Eltern sind damit gerade im Urlaub. Ich habe auch ein Urlaubsfotoshop bekommen, das wird man da vielleicht noch einblenden. Meine Tochter hat auch schon geplant, zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem Van wegzufahren. Und also von daher wird er auch von anderen genutzt werden. Und ich glaube, da wird er auch seine Dienste erweisen und auch sich als nützlich herausstellen. Ja. Aber vermieten tun wir nicht. Nein, vermieten tun wir nicht. Das machen wir nicht. Jetzt haben wir ja kein Auto. Und zwar ist es ein Hobby geworden, weil wir haben ja noch kein Hobby. Wir haben gesucht. Ja, also uns war einfach wichtig,
dass er große genug Betten hat, dass man drin stehen kann. Du bist ja gerade ganz klein. Ja, ich habe schon überall Beulen. Ja, ich bin die Größe nicht ganz gewohnt. Also. Beim Abholen, wir waren jetzt noch nicht lange unterwegs, wir haben ihn abgeholt vor 2 Wochen. Und dann haben wir uns schon ein paar Mal den Kopf gestoßen vorne im Fahrerhaus. Das ist schon eine andere Größe. Da muss man erstmal mit umgehen, da geht man ins Einkaufen und kommt man schon mit der Gehirnerschütterung rein. Ja. Aber ansonsten, ja, wir haben gesucht nach einem Van, du wolltest Fiat haben. Wir haben dann nach einer 6,40 Meter Länge geschaut, weil der einfach Einzelbetten hat und das auch für uns als praktisch erwiesen hat und auch gerade wenn meine Eltern den nutzen, das auch praktisch ist. Ja, und dann wollten wir einen haben, der keinen Hochschrank hat, ja, wo man einfach nach hinten ein bisschen normale Höhe, ja, größeres Raumgefühl hat. Ansonsten haben wir da nicht jetzt so viel, also hat es noch keine mega Ausstattung. Was wir noch hinmachen lassen, haben wir eine Anhängerkupplung, weil wenn der T6 dann weg ist und man doch mal einen Anhänger ziehen muss. Ja, wir haben ja noch einen Anhänger, ja. Wird das ganz praktisch sein. Aber ansonsten, da hat es noch kein Solar oder keine Ahnung, irgendwas hat er nicht. Kein Fernsehen, kein Satelliten, so viel. Noch nichts, ne? Nee. Doch, Fernsehen haben wir schon drin jetzt. Also, ne. Ja, Fernseher. Fernseher ist jetzt drin. Den haben wir noch kurz Zeit eingebaut, damit meine Eltern es nutzen können, aber noch keine automatische Satzanlage oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich werden wir jetzt gesteinigt. Jetzt haben die ein Wohnmobil und ein Van. Mhm. Aber ich habe ja vorher mal so ein bisschen, bin ja in verschiedenen Gruppen auch drin, so bei Facebook. Und dann habe ich da mal ein bisschen rumgelesen und habe da einige gefunden, die auch ein Wohnmobil haben und vielleicht einen kleinen Wohnwagen oder ein Wohnmobil und ein Van haben. Ja. Eigentlich ist es ja auch wurscht, ob ich mir einen Van anschaffe und dann für viele Gelegenheiten nutzen kann, ja? Oder ob ich mir ein Auto anschaffe. Der Preis ist auch, macht auch kaum einen Unterschied. Also es war jetzt auch ein Gebrauchter, den wir gekauft haben. Ja, der T6 war ja auch nicht billig. Eben, der war neu und von daher. Ja, da tut mir dann schon auch ein bisschen leid, aber das lohnt sich für uns nicht. Wir sitzen da zu dritt drin, sind unterwegs, sie sind 7-Sitzer. Ja, der ist eigentlich zu schade zum Rumstehen. Zum Arbeiten brauchen wir beide kein Auto. Wir kommen zu unserer Arbeitsstelle zu Fuß und von daher ist es da, also müssen wir auch keinen Parkplatz suchen. Nee. Wir haben es noch nicht viel nutzen können, aber wir sind dann ganz bewusst, wo wir das letzte Mal ins Einkaufen gefahren sind, wir ganz bewusst auch mit dem Kastenwagen fahren, um zu gucken, funktioniert das. Also bei Lidl und Co. ist das absolut kein Problem. Ja, Kaufland und was weiß ich nicht alles. Wo es natürlich jetzt ein Problem wäre, in die Tiefgarage kommt der nicht mehr rein. Nee. Da war schon mit dem T6 schon grenzwertig, ja, also da passt gerade so, dass man da noch reinfahren kann, aber mit dem Kaschenwagen ist das natürlich dann ein No-Go. Ja, so schauen wir mal, was das gibt. Was das gibt, das wird sich zeigen. Das wollten wir halt mal aufklären, wir können jetzt auch nicht zeigen, weil er ist nicht da. Nee, der ist da. Der Karthago ist auch nicht da. Kaum war der Rest schon eingebaut und dann waren sie schon weg. Fertig gemacht, dann war das Ding schon weg. Aber sehr schön. Also wenn ihn jemand sehen sollte, der fährt gerade in Italien rum. Ja. Sagt dann schönen Gruß. Ja, mit einem kurzen Abstecher nach Kroatien und wieder zurück. Waren auch fahrfreudig. Ja, also wenn ihr Lust habt, wir würden auch mal eine Rundtour machen. Wenn er denn wieder da ist. Und um euch unser neues Hobby zu zeigen. Blödes Hobby. Das Hobby kann zum Hobby werden. Das Hobby kann zum Hobby werden. Ja. Wir können jetzt quasi im Sommer sagen, wir fahren jetzt einkaufen. Unterwegs können wir uns umentscheiden und sagen, ja komm, wir fahren gleich weiter. Mal gucken. Ja. Es ist ungewohnt da drinnen. Es ist eng, kompakt. Ja. Man macht viel Aua am Kopf. Ja, da müssen wir uns erst noch dran gewöhnen, dann. Und mit dem Arbeiten ist das auch nicht so. Wie
Meinst du, wegen Batterie und irgendwas? Ja, aber wenn du dann am Wochenende vorher viel arbeitest, dann ist es auch mal was anderes, dann geht es auch. Also für uns, also wir können uns wahrscheinlich noch nicht vorstellen mit dem Ding, mit unserer Tochter, mit dem Ding, sag ich schon, mit dem Kastenwagen, wochenlang, weil es für die, für unsere Tochter die Schlafgelegenheit, da ist ein Schlafplatz drin, ein dritter, aber das ist, weil für ein Wochenende gut, aber für ein paar Tage wahrscheinlich, höchstens mal lässt sich davon noch was anderes einfallen. Also so, wie das schon mal geht, dann müssen wir mal gucken. Aber für eine Woche ist das? Wahrscheinlich. Auf dem Platz her. Gut, es kommt ja dann immer wieder aufs Wetter an. Wenn das Wetter gut ist und sich alles draußen abspielt, ist es auch kein Problem. Das ist kein Problem, ja. Dieses Bett hinten ist so groß, da passen wir auch noch zu dritt rein. Das wird ja auch noch gehen. Aber das soll jetzt nur mal ein kleines Update sein, damit ihr mal wieder was von uns hört. Das war's auch schon. Dann sein Hobby war ein Taner. Ein Hobby war ein Taner. Sehe ich ja gerade. Genau. Ja, wir blenden ein Bild ein. Ich habe ja ein Foto gemacht. Okay. Können wir das hier einblenden? Bei Abholung habe ich ein Foto gemacht, als wir irgendwann schon mal auf dem ersten Parkplatz standen. Ja? Ja. Okay. Außerdem hat mein Papa mir ein schönes Urlaubsfoto gekriegt. Okay. Ja. Ich ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Nee, mir auch nicht. Gut, dann hört ihr wieder. Im nächsten Video, wie gesagt, vom Update von Karthago, von den Reparaturen, die wir dann hoffentlich auch al acta legen können. Das wäre schön. Meine was? Was wir das, machen? Dass wir das hoffentlich dann auch al acta legen können und sich das erledigt hat. Ja, ich denke schon. Okay. Weil die wissen ja, wo sie Hand anlegen müssen. Ja, denke ich auch. Okay, alles klar. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Wenn du das Video heute noch online machst, beziehungsweise fertig machst, dann wäre heute Sonntag. Ich sage einmal, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. So. Ciao. Ciao.